So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Mion Base, Miezekatzen im Weltraum. Und ich bin gespannt. Ein Base-Building, ich glaube, wir gehen auf den Mars als Miezekatze und bauen da eine Mars-Kolonie auf, damit die anderen ganz vielen Miezekatzen hinterherkommen können. Denke ich zumindest. Keine Ahnung, ich habe das gesehen, habe nur gesehen, wie da eine kleine Miezekatze auf dem Mars rumrennt und dachte mir so, das will ich spielen. Und ich denke mir, legen wir direkt los. Selten meine Haare irgendwie angeklatscht würgen. Nicht wundern, ich habe die heute gewaschen, es ist warm. Sonst halte ich es hier nicht aus. Der Lüfter hier unten läuft auch 24/7. Sollte es zu laut sein, sollte man dann hören, es tut mir echt leid. Sommer halt. So, ich würde sagen, wir starten direkt los. Ich habe noch nicht getestet, in keiner Weise. Mal gucken. Gesicht. Was haben wir denn so alles? Tutorial, normale Mission, Endlos-Modus. Gibt der Katze einen Namen? Farbe? Gesicht. Das finde ich schön, oder? Dunkel. Machen wir das hier. Die Farbe des Helmes. Perfekt. Der Endlos-Modus-Tutorial, normale Mission. Machen wir erstmal das Tutorial und dann mal den Endlos-Modus am besten. Welteinstellung. Tag-Nacht-Standard. Lange Nächte, nur Nacht. Nur Tag-Standard. Alles erforscht? Nein. Okay, das lassen wir alles so, würde ich sagen. Erstmal das Tutorial. Ist der Mars, ne? Miezekatzchen. Wie laufe ich? Mit den Handschuhen das zu laufen, das wird super schön hier auf der Tastatur. Es geht überraschend. Okay, willkommen auf dem Planeten Van 614. Es ist nicht der Mars. Nutze WASD, um dich zu bewegen. Wow, also die Katzen sind schon weiter als die Menschheit. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Moment, ich höre keine Musik. Musik? Spiel? Weiter. Behalte deinen Sauerstoff und deine Anzugenergie in der oberen linken Hälfte des Bildschirms im Auge, solange du draußen bist. Okay, Sauerstoff. Kann ich da einfach reingehen? E, F. Oh, mit F kann ich Licht anmachen. Cool. Okay. Außerdem musst du essen. Die Balken am oberen rechten Bildschirmrand zeigen deine Gesundheit und Hunger an. Und dort sind einige Pflanzen neben deiner Basis. Geh hin und klicke die linke Maustaste, um sie aufzuheben. Wie hier. Ah. Ist ein richtiges Survival-Game. Ich muss auch essen und trinken. Rechts oben sieht man Essen und Trinken. Links oben Sauerstoff und Energie. Das ist cool. Und hier kann ich reingehen. Also hier kann ich jetzt nicht rein, sind natürlich Wände. Hier allerdings. Schon bin ich in meiner kleinen Base drin. Ah. Aber wie cool, wenn wir dann den Endlos-Modus machen, können wir unsere eigene Base mit aufbauen. Oh, wäre das super. Zack, zack. Zack, zack, zack. So, das auch noch. Gut. Nutze die Pflanzen, um Essen an der Werkbank herzustellen. Was haben wir denn hier alles? Eine Werkbank, einfache Schaufel, Fackel. Ich wusste nicht, dass es so ein richtiges Survival-Game auch ist. Es hat den Anschein gemacht, aber dass es so krass survival-mäßig ist, das hätte ich nicht. Forschungslabor, Draht. Okay, machen wir sowas zu Essen herstellen. So, es ist ein bisschen leise, ne? Wartet mal. Ich dachte, dass es irgendwie sehr laut wäre. Darum habe ich das extra ein bisschen leiser gemacht. Linksklick auf das Essen, ne, im Inventar. Okay. Um es auszurüsten, ist es mit einem Rechtsklick. Oh, die hat es reingemacht. Jam, 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 hat sie gemacht. Ach, voll süß. Kommunikation. Deine Basis füllt Sauerstoff und Energie deines Anzugs wieder auf. Geh in die Luftschleuse und klick sie, um das Tor zu schließen. Ah, jetzt füllt sich hier oben auch auf. Okay. Das ist nämlich meines für die Sauerstoffproduktion. Strom haben wir auch. Basen haben einen limitierten Sauerstoffvorrat, aber dieser hat einen Luftreiniger, der mehr produziert.
Ach, hier, Basis. Okay. Da muss ich echt viel achten. Du kannst Basismodule aufheben und bewegen, um sie nach deinen Wünschen anzuordnen. Okay. Wie mache ich das jetzt? Klicke und halte die rechte Maustaste über dem unteren Habitatmodul, um es aufzuheben. Ah, jetzt bin ich wieder instant draußen. Toll. Gehe nach draußen, rüste das Modul aus. Welches du gerade aufgehoben hast. Und rechtsklick auf einen freien Raum. Dahin. Jetzt wird's gebaut. Tada! Die neben einem Sauerstoff platziert werden, teilen Energie und Sauerstoff. Du kannst Gegenstände aus dem Inventar auch wieder fallen lassen. Versuche es Crepe abzulegen, indem du es auswählst und Q drückst. Nein. So. Okay. Zu guter Letzt findest du auf der ganzen Welt seltsame Artefakte. Sammle diese und erforsche sie in einem Forschungslabor, um neue Technologie Upgrades freizuschalten. Diese Schaltfläche öffnet das Technik-Upgrade. Wir haben keinen Strom mehr. Es wird Nacht. Es wird Nacht. Kann ich da rein? Das ist jetzt nicht gut. Ja. Großartig, das war's erstmal. Viel Glück. Hilfe! 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 Ist das das Tutorial jetzt? Sauerstoff? Hallo? Geh auf. Es regnet. Gibt's hier auch Viecher? Das sieht mir sehr creepy aus. Schmelzofen. Steinwand. Okay. Gehen wir vom Tutorial weg. Machen wir direkt ein richtiges freies Spiel. So. Farbe. Genau. Zack. Hier sehe ich nochmal das. Das ist so dreifarbig. Sieht schön aus. Obwohl. Ist was. Endlos-Modus. Los geht's. Da ist eine Kiste. Ich habe eine Kiste gesehen. Tag 1. Die Nacht kommt auch bald. Oh, was ist denn das? Oh, ich sehe Zeugs. Meins. Okay, das wurde quasi vorher hergeschickt, sage ich jetzt mal. Okay. Erstmal den Unterstand, was? Ich würde sagen, direkt neben der Kapsel. Sauerstoff können wir auch noch machen. Benötigt anderes Werkzeug. Okay. Das bauen wir dann. Was ist das? Biokraftstoffgenerator. Sieht keine Musik, oder? Im Hauptmenü gab es Musik, aber jetzt? Da machen wir was. Moment. Wie sollen wir da machen? Ich mach die Playlist an. So ein bisschen Musik hätte ich nämlich schon gerne. Könnte laut sein. Moment. So. Ja, machen wir es so. Gut. Da stelle ich das hier drinnen aus. Nur im Hauptmenü brauche ich keine. So. Okay. Das braucht das und das zu funktionieren, um zu funktionieren. Okay. Kann ich das aufheben? Ja, ich kann es aufheben. Super. Holz, das kann ich nicht. Was ist das hier? Eis. Bin ich an einer Art Pol gelandet? Und vielleicht ist ja gerade noch Winter. Das kann ich auch sehen. Sehe ich auch, wo meine Base ist? Das wird mir nicht angezeigt, ne? Okay, ich darf mich also nicht verlaufen. Wenn ich nicht verlaufe, habe ich ein Problem. Okay, das geht nicht. Benötigt. Was ist das? Kann ich ernten. Es ist sehr, sehr karg hier, ne? Okay. Okay. Guck mal hier. Also das haben wir. Einfache Schaufel, könnte man auch machen. Eine Fackel wäre auch nicht verkehrt. Ich würde sagen, was zu essen. Und eine einfache Schaufel stellen wir uns mal her. Zack.
Jetzt geht es nämlich auch weg. Sehr schön. Das ist Erz. Kann ich die Großen damit auch schon wegmachen? Warte mal, ich soll den mal irgendwie füttern, ne? Also, was braucht der? Der kann das Gras. Okay, jetzt ist er voll. Ah, okay. Dass die schon mal so... Oh, ich muss Sauerstoff auffüllen. Auffüllen, auffüllen. Es gibt noch nicht viel Sauerstoff. Aber das füllt jetzt auf. Okay. Mal ganz kurz warten. So, können wir mal kurz bitte was machen? Dabei füllt das bitte weiter auf. Oh, hier komme ich nicht durch. Oh nein. Okay, das hat eine Haltbarkeit. Das geht auch irgendwann kaputt. Sehe ich gerade. Was ist mit der Kommunikation hier links? Für die Schmelzöfen brauche ich... für die Erze brauche ich einen Schmelzofen, ne? Logisch. Nein. Mach weiter. Tappisch, tappisch, tappisch. Das Spiel kostet auch gar nicht so viel. Weil jetzt gerade im Steam-Sale... Kleines Schnäppchen, könnte man sagen. Okay, es wird gleich Nacht. Ich bin gespannt, ob es auf diesen... Es ist ja ein fremder Planet, es ist nicht mal der Mars. Ob es hier auch irgendwelche Kreaturen gibt, die das nicht wollen, dass ich hier bin? Ich muss meinen Sauerstoff aufpassen. Ich muss gleich wieder zurück. Was ist das? Ich mache was Nettes. So. Hier rein. So, gib mir den Sauerstoff. Wie baue ich denn neue Segmente? Okay, es wird Nacht. Eine Fackel könnte ich bauen. Ich brauche viermal Metall. Und Stein. Aber wie soll ich den Stein... Okay, ich guck mal hier rum. Was bist du? Blue Mushroom. Ist jetzt mein Inventar voll? Oh, warte mal, da ist ein... Das sind Steine. Bitte, ich brauche Steine. Ja. Nein, ich kann sie mal aufheben. Kann ich die einpflanzen? Nein, kann ich nicht. Ich brauche eine Lagerkiste oder irgend sowas. Ich brauche Lager, Freunde, Lager. Das krabbelt. Wollen noch was zu essen machen. Gut. Ich sollte auch mal was... Oh oh. Ich soll mal was essen. Essen wir ja noch was. So. Sauerstoff. Ja, 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 ja. Okay, ich muss echt kurz ein bisschen warten. Das Problem ist, ich müsste die Base größer machen, dass halt mehr Sauerstoff drin ist in der Base. Die hat jetzt bloß maximal 50. Und irgendwas mit Energie habe ich auch noch nicht. Ist vielleicht noch was in meinem... Ist hier noch irgendwas drin? Nein. Ich muss das hier bauen, im Endeffekt, um neue Sachen freizuschalten, nicht wahr? Aber, wie kriege ich das alles? Wo die Metallplatten, ja gut, ist logisch. In Kupfer? Okay, alles aus den Metallplatten. Alles aus den Metallplatten. Okay. Na, ich guck mal. So, das, daraus mache ich Nahrung. Brauche ich. Der Stein war hier oben, ne? Die Schaufel geht auch kaputt, da ist eine Haltbarkeit. Da ist der Stein. Hallo? Stein? Nein! Halt mein Auge. Sonst immer die Nase, jetzt das Auge. Ich brauche ganz dringend Steine. Okay, Essen ist schon mal gut. Ich müsste halt irgendwie anbauen. Ich muss ja hier nachhaltig. Das ist ein weit entfernter Planet. Okay, Erze nehme ich mit. Da ist Metall, das brauche ich. Was war? Oh, mein Sauerstoff! Nein, da ist ein... Nein, 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 nein. Hilfe! Panik! Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Lauf, 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 lauf.
Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit drinnen warten, um... Warte mal. Hier drinnen kann ich nichts ablegen, ne? Wenn ich das draußen ablege, bleibt das dann da liegen? Oder verschwindet das? Despawnt das? Das sieht so aus, als ob das bleibt. Ich vertraue dir, Spiel. Ich hole jetzt ganz schnell. Da war eine Leiterplatte. Die brauche ich. Wo war denn die? Die war hier drüben, ne? Guck, mein Sauerstoff geht so schnell runter. Kann ich dich jetzt bitte auch... Danke. Da ist noch Metall. Ich darf nicht zu weit weggehen. Oh, ich bin extrem weit weg. Ich brauche noch Holz für eine neue Schaufel. Ja. Ja, diese kürbisartigen Dinger nehme ich auch noch mit. Da ist noch Stein. Da ist auch überall Stein. Oh, sehr gut. Dieser eine Stein war doch hier oben, ne? Wieso snappt der nicht immer mit? Jetzt! Juhu! Ich brauche 4 Stück, oder? Ich brauche 4 Steine, ne? 4 Steine und 4 mal Metall. Oh, ich hab's. Oh mein Gott. Ja, ich seh's schon. Das Zeug... Was steht da? Wächst auf Erde. Das gibt Hunger wieder. Die Wurzeln werde ich dann zum Verbrennen des Biogenerators nehmen. Ja, ich sehe das schon. Gut, dann wollen wir in den Schmelzofen. Was ist das? Steinwand brauchen wir jetzt nicht. Aber wie viel kann ich Steinwand machen? Einfach nur Dekorationszwecken oder hat das einen tieferen Sinn? Jetzt kann ich die Erze bestimmt schmelzen, oder? Ah. Das steht, es regnet. So, mal Essen herstellen. Es gewittert richtig. Cool. Sieht schön animiert alles aus. 2 Metallplatten. Was zum... Okay. Das ist nicht so gut. Warte mal. Ja, oh oh. Du kommst ja nicht auf den Generator. Wenn es den Generator trifft, habe ich ein Problem. Oder ist ich mit dem Blitz getroffen? Kein Strom mehr. Warum? So, ich brauche das. Nee, das Ding. Ich brauche 2 Stück dafür. 3 Kupfer. Okay, ich brauche noch ein paar Metallplatten. Sehr schön. Das kriege ich hin. Und noch eine, ne? So. Jetzt müsste es reichen, oder? 4 Stück. 5 brauche ich. Aha. So, jetzt kann ich neue Technologien erforschen. Okay. Der Anfang ist gemacht. Oh, ja. So. 4 Teile in der Basis. Okay. Wähle ein Artefakt, um es zu erforschen. Ich habe keine Artefakte. Wo kriege ich die Artefakte her? Das könnte ich alles ablegen. Das Eis vielleicht auch. Ich kann mich halt nicht weit weg bewegen, ne? Ich muss ein bisschen hier drinnen bleiben. Einfach, um erstmal Sauerstoff aufzufüllen. Puh. Okay. Dann muss ich erstmal warten. Ich kann ja, die Folge ist jetzt zu Ende. Ich kann mal 2-3 Minuten warten, den Sauerstoff richtig voll werden lassen. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Okay, hat nichts zu tun. Schmelze hat nichts zu tun und nicht genug Strom. Ich bin dann gespannt, das passt ja. Obwohl, es ist gleich voll. Ist gleich fertig. Wo kriege ich Artefakte her? Ich kann ja noch keine neuen Werkzeuge jetzt machen. Ich muss erstmal irgendwie...
Ich kann es von hier drinnen befüllen. Ach, ist das schön. Ja, gut. Perfekt.